Ja, wir sind heute hier in Gronau mit 10.000 anderen Demonstrantinnen und Demonstranten, um gegen die Urananreicherungsanlage hier in Gronau zu demonstrieren. Und es sind jede Menge Bauern dabei in Norwich. Das ist ein positives Zeichen. Ja, ich bin völlig begeistert. Ich bin hier zusammen mit 50 anderen Bauern hierher gefahren mit dem Traktor. Und das ist schon ein tolles Erlebnis, wenn man sieht, wie die Menschen hier im ländlichen Raum sich auch gegen die Atomindustrie wenden. Und es werden einfach auch immer mehr, gerade hier im Kreis Borg, in Gronau, Ahaus. Und das ist einfach klasse. Ja, der Protest ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Er ist breit verankert. 10.000 heute hier in Gronau, über 100.000 bundesweit. 25 Jahre nach Tschernobyl und nach Fukushima wird ein eindeutiges Zeichen mal wieder gesetzt für den schnellstmöglichen Ausstieg aus dieser unberechenbaren Technologie. Und wir sind mit dabei und starten, glaube ich, jetzt. Ja, genau. Lass uns losfahren, Monika. Für ihren Profit. Auf ihr Völker in jedem Land nimmt den Verbrechern die Welt aus der Hand. Verseucht ist das Wasser, der Regen das Land.